Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf Obutschan von den Ultramapper. Und wer ist der Ultramapper? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. So, wir müssen ihm fix wenden vorne. Machen wir mit 10,56, ne? Machen wir in Cormac halt, ne? Da kannst du ja das ganz gut mitmachen. Müssen wir gleich eben unser Bauvorhaben noch umsetzen, ne? Ja, guck mal, der Baum schwebt. Ist ja uncool. Moin, Bläschen. Das sagt nicht mehr moin. Da kann ich aber auch nichts für. Wir haben Drack. Schicken Winter, ne? Ich mach den gar nicht, die ist gar nicht so uncool, ey. Wenn ich jetzt mal an die Arbeitsbreite gewöhnt habe, ist ja eigentlich ganz cool, ne? Oh, ich fahr wieder falsch rum in die Wiese, ne? Ist egal. Ne, egal ist das nicht. Wir müssen da hinten lang. Können wir nicht immer die Geheimeinfahrten nehmen, ne? Wozu macht der Kalle denn hier Feldeinfahrten hin? Schön, ne? Komm, wir machen eben hier ein Bild. Mit dem Pullover-Schwein im Hintergrund. Ja. Schied Stelle, oder? Ist keine gute Stelle hier. Vielleicht geht's so. So, fertig. Fertig. Abflug. Guck mal, hier ist Feldeinfahrt, da muss reinfahren. Ich weiß nicht, warum die hier ist, aber ist ja auch egal. Feuersalamander, klapp dich auseinander. Und Eule. Wahrscheinlich dreimal dran langfahren, dann sind wir durch mit dem ganzen Gemüse hier, aber... Anstellungsmöglichkeiten. Ne? Oh, verschenken wir schon was. Ne? Ja, aber ist nicht so schlimm. Bisschen hoppelig hier. Ich kann ja nicht gewalzen letzten Frühjahr, oder? Nee, nein, nein. Oh, das wird schön, das alle beim Pressen, mit dem kleinen Ballen pressen. Oh, hier. Herrlich, ganz ehrlich, herrlich. Passt das einigermaßen? Immer eine gucken, ist ja gar nichts. Aber passt. So, ist perfekto. Und das auch gleich schon wieder erledigt, ne? So soll's sein. Schaffen wir ja mal was in dieser Folge, aber dann können wir vielleicht gleich eben die BGA noch setzen, ne? Wäre ja schon prima. Aufräumen müssen wir auch noch. Nein, nein. So viel zu tun hier. Knapp ist, ja. Kriegen wir das
in einmal hin, ja. Musst du passen. Oder auch nicht. Das finde ich Fässer so super. Chikra, müssen wir ja da gleich nochmal hinfahren. Der läuft. Die soll ordentlich Wolle machen. Kalle diesen Winter ein paar Pullover stecken. Wie verkloppern wir dann? Mit Merch drauf. Oh, fetter Lichtschriftzug drauf mit Butcher. Von Ultramapper. Alles erwischt, da auch. Und noch da. Da haben wir nicht alles erwischt. Alles haben wir nicht so gut gesprochen. Oh, hast du das gesehen? In den Luft tut ihr wenn. Premium, Premium, Premium. Das ist gut zu wissen. Dass der auch in der Luft wenden kann. Hätte ich ja jetzt nicht erwartet, ne? Ist hier noch nix da. Kommt noch. Oh, diese Schlepper, die sind einfach genial vom Lars, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Ne, rennen oder was? Ich hab gewonnen. Oh, und der denn hier? Die gucken nicht links und nichts rechts, wenn die hier vorne. Jetzt sind aber auch Banausen hier, du. Das war nie vorschriftsmäßig gefahren. Ich hab geblunken und bin links dran vorbei, ne? So ist ja nicht. Aber ein bisschen dauert noch, ne? Also der Wender kann rein theoretisch erstmal noch wieder drunter, ne? Ja. Das steht ja ganz gut. Irgendwie ist mal ein bisschen was direkt wieder weggeräumt, ne? Oh, selten hier. So, das haben wir auch schon erledigt, ne? Perfekto, oder? Perfekto. Wo steht der? Steht unser Schwader in Shoppen oder wo steht der? Wo habe ich denn den Schwader hingestellt?
Wisst ihr das noch? Vielleicht auch noch wieder. Da ist er nie. Den hier reingestellt? Du Frage, nächste Frage. Willst du mein Schwader hin? Schwader gehabt. Wisst ihr noch, wo der Schwader steht? Wir haben da einen Schwader. Oh, falsche Baustelle. Schwader. Siehst du? Ah! Ohne Worte. Ohne Worte, Svenny. Echt? Das wird ist so. Wenn man älter wird, nee, dann ist das ganz schlimm. Nehmen wir doch den da hinten so lange, oder? Schickrame. Hier zwischen den Schildern durch, ne? Dann können wir den nämlich ganz easy peasy eben dranhängen. Guck mal, läuft. So Abflug. Nur wieder den Langzuppel, ne? Richtig schicki fein ist. Schwab. So, hier muss ein bisschen langsamer werden. Damit du die Hausecke auch nicht mitnimmst. Oh, 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 oh. Da müssen wir hinterher nochmal dran langschwaben, wahrscheinlich. Ich schätze, das Problem wird sein. Sag mal schnell. Oh, da habe ich was vergessen. Dass die Schwaden zu dick sind. Und die kleine Presse das gar nicht aufnehmen kann. Das war zweimal drüber fahren. So wird dem sein. Das wird wohl so sein. Putzi, futzi, fertig, ne? Einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter, sind wir durch. Läuft der Laden. Lohnt sich nicht hochzumachen. Kannst direkt schön wieder runter machen.
fahren wir dann noch einmal dran lang und dann ist es erledigt. Gut, ne? Dann können wir beim nächsten Mal endlich kleine Ballen pressen. Ich freue mich total. So, liebe Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.